Hallo und willkommen zurück zu Let's Play System Shock 2. Ja, Entschuldigung. Wir waren hier bei diesem grünen Nebel stehen geblieben, der alles andere als gesund aussieht. Tja, alles andere haben wir bisher schon untersucht und einen SIM-Computer entdeckt, nicht aber das nötige Werkzeug dazu. Ich würde ja fast schon sagen, ich tue nicht nur nachladen, sondern geh auch die Treppe. Das gefällt mir ja nicht. Hört sich sehr verstrahlt an, das ist mit Sicherheit radioaktiv. Was haben wir denn hier? Außer zwei Eier. So, drei Cyber-Module, cool. Eine Cyber-Sonder und eine Schachtel Gewehrmunition. Dankeschön. Irgendjemand habe ich... Beeil dich. Wo bist du denn? Der kommt bestimmt gleich hier reingeschissen, während ich das hier untersuche und mir auf den Keks geht. Während ich untersuche und er mir dann tierisch von hinten auf den Keks geht. Nein, er kommt doch nicht. Aber ich höre ihn. Aber ich sehe niemanden. Boah, das hier oben noch was? Der ist bestimmt da hinten irgendwo. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Dein Lieber. Marlboro. Kleines Reagenzglas, kannst du alles behalten. Dankeschön. Ich höre hier seltsame Geräusche. Wir sind jetzt genau hier an dieser Stelle. Da liegt noch ein Toter da unten. Der hat bestimmt schöne Sachen einstecken. Hallo? Hallo, wer bist du denn? Ich sollte vielleicht doch besser meinen Schraubenschlüssel nehmen und nicht die ganze Munition verballern, die ich in der vorletzten Folge oder wann auch immer es war, für teures Geld gekauft habe. Da ist ein Audiolog. Das werden wir uns jetzt mal reinziehen. So, hier ganz unten. Bronson. Irgendetwas übernimmt die Macht auf diesem Schiff. Die SIM-Computer auf diesem Deck werden zu unbekannten Zwecken eingesetzt. Ich weiß, dass das irgendwie mit dem größeren Problem zusammenhängt und was auch immer passiert ist, seit sie auf Tau City gelandet sind. Meine Männer sehen mich an, als ob ich verrückt wäre. Aber ich habe die Verantwortung, das Schiff und seine Besatzung zu schützen. Ich hasse Anatoly, hasse Diego und die finstere Macht, die dieses Schiff vergiftet hat. Ich werde weder meinen Posten verlassen, noch meinen Auftrag vernachlässigen. Genau so ist es. Und ich sehe gerade, ich sollte mir vielleicht noch mal ein bisschen Gesundheit reinhauen. So, was haben wir hier? Nichts. Hier geht die Treppe wieder nach unten, sehr schön. NanitenGewehrmunition. Was ist das hier? Ein Gewehr. Objekte fallen gelassen. So, wir könnten aber... Ja, ich sehe gerade, wir haben auch das Gewehr dabei. Beziehungsweise die Schrotflinte, ja. Können wir doch die nehmen eigentlich. So, was hast du Schönes hier? Ach so, Dreck. So, ich sehe schon, wir müssen unbedingt wieder zu unserem Aufzug Sachen hinlegen. Ja, wie soll denn das gehen, ey? Das wird doch nichts. Kannst du gleich abbrechen. Obwohl, Moment mal. Wir haben hier eine Schrotflinte, ja? Entladen. Danke. Die hat nämlich den Zustand schlecht. Und die hat den Zustand sehr gut. Dann machen wir das doch einfach mal so, ne? Und tauschen den ganzen Rotz. War hier noch was? Ach ne, das war das Ding. Oh, oh, oh. So sind Servus. Wir eben Ach. Ich wollte doch den Roboter durchsuchen, Mensch. So, hier gibt es irgendwie noch nichts. Außer eine weitere Leiche. Auf mich abzuschießen. Dann schieße ich dich auch ab. Boah, was hat denn der alles dabei, ey? Zweimal defekten Müll. So, der hat noch ein bisschen Munition. Sehr schön. Und den können wir auch aktivieren. Da hinten sehe ich schon einen Audiolog liegen. Erstmal hier die Kisten durchsuchen. Munition. Das ist ja wie Weihnachten. Noch mehr Munition. Oh. Großer Bereich. Ich viel Angst. Oh, Baby, yeah!
Mann, oh, mach mich wahnsinnig hier, der Kerl, du. Was war denn das eben? Da ist eine Kamera, ich weiß. Die werde ich mir jetzt... So, tschüss. Tschüss, Alter. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Ah, hier geht's auch weiter. Das macht mich wahnsinnig, dass das alles so groß ist hier. Ich tue es einfach mal speichern. Genau an dieser Stelle, an dieser Weggabelung. Beziehungsweise, das ist ja keine Weggabelung. Es ist einfach nur eine Gabelung zu verschiedenen Räumen. Gehen jetzt hier rein, los. So, das sieht so wieder ein bisschen aufenthaltsraummäßig aus. Da gibt es noch was zum Upgraden. Stats cool. Stats. Für Cybermodule wieder 31. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier braucht man Stärke 25. Stimmt, ihre Inventarkapazität und den Schaden, den sie Gegnern im Nahkampf zufügen. Alle Panzer und manche Waffen haben eine Mindeststärkeanforderung. Ja, schön, schön. Wendigkeit. Ausdauer, das sind die Trefferpunkte. Hm, was haben wir hier? Der Schnick. Ne, das lassen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben und gucken, was es da noch gibt. Beziehungsweise, ich schaue, dass zwei Cybermodule liegen da rum und ich hätte es beinahe gesehen. Liegt hier noch was? Da liegt doch ein Wartungswerkzeug. Wie komme ich denn da jetzt dran, ey? Hallo? Liegt da unter dem Ding drunter? Ja, ich weiß doch ganz genau. Ich sehe dich doch. Jawohl. So, wo geht's hoch? Da geht's hoch. Oh. Toll. 4 Schuss für die kleinen Scheißer. 5. Ich höre noch mehr. Wo kommt die denn her, ey, die Dreckdinger? Mann. Der hat auch nichts Gescheites dabei. Ein bisschen Billardköher. Super. Auf den haben wir gerade noch gewartet. Was haben wir hier? PSI. Waffen. 42. Hohoho. Hey Leute. 42 ein bisschen viel jetzt momentan noch. Ich glaube, ich tue meine Stärke upgraden. Ich halte das momentan für relativ sinnvoll. Machen wir jetzt auch. Scheiß drauf. Müssen wir sowieso früher oder später machen. Ach, wo war's denn? Das war doch hier. Mann, bin ich wieder... Ich bin wieder durch heute. So. 8 Module übrig. 8 Module übrig. Wir können wieder rausgehen. Sehr schön. So, jetzt... Wo gehen wir hin? Gehen wir hier oder gehen wir da hin? Und wir gehen hier in der linken Audiolog. Oh, da war mal ein Geschütz. Wo geht's hier hin? Bulkhead 42. Und noch 2 Cybermodule. Sehr schön. Und eine tragbare Batterie. Dankeschön. Und ein Audiolog. Auch das hören wir uns an. Ich glaube, dass ihr euch nicht genug für diese Mission einsetzt. Erfüllt eure Pflicht. Die Verräter auf dem Operationsdeck konnten den SIM-Computer immer noch nicht reparieren. Wenn das Problem um 0600 noch nicht behoben ist, führen wir eine bewaffnete Aufklärung durch und garantieren, dass es gelöst wird. Ich habe den Code des Waffenarsenals auf 13433 geändert. Wir treffen uns um 0500. Was auch immer euch im Weg steht, menschlich oder nicht, muss ohne Rücksicht sofort getötet werden. Genau. So. Bei dem Affen hier kam mir das ebenso vor, als hätte der mit einer anderen Munition geschossen, mit was Stärkerem. Keine Ahnung, ich bin mir da nicht sicher. Ja, und dieses letzte Audiolog hat uns eben einen Code verraten. Aber bevor ich hier in einen anderen Bereich gehe, will ich mir erst nochmal hier Data Storage. Jawohl, komm, wir gehen da rein. Obwohl, wir können das ja mal hacken hier. Er weiß, was es bringt. Gar nichts wahrscheinlich.
Okay, ich sehe schon, wir müssen wieder unseren Hacking-Skill verbessern. So wird das nichts. So, was haben wir denn hier? Eine große Halle und ein weiteres Audio. Oh, 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 oh. Los, hallo. Was ist hier? Alter Schwede, da. Nicht nur, dass wir jetzt hier die halbe Munition verbraucht haben. Da ging es ja eben auch mal richtig rund. Und die blöden Kisten sind alle leer. Hier, Reagenzglas. Ja, super. Und was hast du dabei? Ein interpolierter Simulationschip. Du leistest viel. Für ein Insekt. Ich sende die Cybermodule. Mir fällt auch auf, wir haben schon lange keine Musik mehr gehört. Was ist das hier? Ein Doppel-EMP-Gewehr. Alter. Medikit. Ist da auch noch was? Was ist das? Ein unerforschtes Objekt. Ach, Manu. Ich will das haben. Ein interpolierter Simulationschip und ein Quantensimulationschip. Das ist doch schön. Komm, wir schmeißen das hier weg. Ich will das andere hier, das kleine. Dieses Implantat ist von einer grauen Membran überzogen, unter der sich eine Flüssigkeitsschicht befindet. Zur Erforschung benötigte Chemikalie CS. So, jetzt habe ich schon 3 Slots mehr und ist schon wieder alles voll. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Da kommen wir nicht hoch, definitiv nicht. Ich würde aber vorschlagen, wir gehen nochmal ganz zurück hier. Bevor wir diesen Bereich verlassen. Da liegt noch ein Affengehirn. Wir gehen nochmal dahin, wo der Computer war. Und zwar hier hoch. Hier hoch, dann darüber. Wir haben doch schon 2 von diesen Computerchips. Muss es doch sich einsetzen lassen hier, oder? So, wo war er denn jetzt? Der war da unten, glaube ich. Oder bin ich jetzt schon wieder ein bisschen falsch, ja? Das ist alles gar nicht mal so einfach. Nee. Bin ich ja schon wieder falsch hier. Hier waren wir in der letzten Folge. Aber in der letzten Folge hatten wir auch diesen Computer gefunden. Muss ich nochmal durchsuchen hier. So, war das hier die Küche? Hm. Irgendwie sind wir jetzt falsch gelaufen. Komm. So, hier ist auch nichts. Ich bin doch nicht bescheuert, der Computer war doch hier irgendwo, oder? Sag mal. Bin ich jetzt völlig verwirrt oder was? Das sind wir eben hergekommen, ne? Genau. So, wir gehen jetzt nochmal hier hin. Was haben wir da? Nichts. Komisch. Ihr lacht euch wieder kaputt. Oder wir müssen hier durch, genau. Genau, Leute, wir müssen dahin. Da war der Computer. So, langsam, aber sicher habe ich es doch. Hier noch nicht. Hier. Da. Quanten-SIM-Chip erforderlich. Ist das irgendwie so eine... Was habe ich denn hier? Da habe ich einen Quanten-SIM-Chip. Ach so. Ich muss den einfach da drüber ziehen. So, den ersten Computer haben wir jetzt endlich sabotiert. So, und das heißt, wir gehen jetzt wieder ganz da zurück, wo wir hergekommen sind. Also... Nicht, wo wir ursprünglich hergekommen sind, das war nämlich hier, Bulkhead 44. Wir gehen jetzt da zurück, wovor wir eben standen. Wo die eine Leiche davor lag. Hier wieder hoch.
Irgendwie sehe ich auch gerade keine Mutanten irgendwo rumrennen. Auch sehr schön. Ich brauche keine. Da ist er schon. Gibt es jemand anderen? Ja, renn doch. Warum rennst du da hinten hin, Alter? Bist du ein bisschen doof oder was? Rennt irgendwie weg. Der ist tatsächlich ein wenig doof. Der rennt hier bestimmt wieder hoch. Und dann hau ich ihm hier eine über die Rübe. Nee, der rennt nicht hoch. Ich will dem jetzt eine über die Rübe hauen. Er ist weg. Da ist er. Dein Lied ist nicht unseres. Ja, da hat er mal was verloren. Die arme Sau hat noch nicht mal was verloren. So, egal. Ich will die immer umhauen, weil auch der letzte von den Freaks eben, von diesen roten Teufeln, der hatte so einen Chip dabei. Und deswegen sind die vielleicht unter Umständen wichtig. So. Walker 42. Auf dann. Hallo. So, ich werde nochmal schnell speichern. So, wie lange spielen wir denn jetzt schon eigentlich? 8 Stunden 50. Wow. Und davon habe ich so gut wie gar nichts offscreen gespielt. Ein bisschen, ja. Ach, wir sind hier wieder im Raum. Boah. Halt die Schnauze, Alter. So, der hat 5 Naniten dabei. Was hast du dabei? Eine ganze Menge Gewehrmunition. Wir sollten, glaube ich, langsam aber sicher wirklich aufs Gewehr umstellen. 42. Da sind wir rausgekommen eben, ja? Und wir sind, glaube ich, hier rein. Ich würde es gerade nochmal betrachten hier. Crewquartiere. Ja. Sau! Ich habe wenigstens ein bisschen Kohle dabei gehabt. Ja, ja, da sind wir durch. Wir sind dann da durch und da und da und da. Wo geht's hier hin? Ah, ist da schon wieder so einer. Wo ist er denn? Sag mal, du kannst mich schon anstecken. Oh. Das hat er uns kalt gemacht, weil ich wieder nicht auf die Energie geachtet habe. Wir werden jetzt aber nicht hier starten, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Wieso bin ich denn überhaupt hier? Achso, weil wir den Bereich gewechselt haben, okay. So. Wir werden jetzt erstmal hier die Waffe behalten. Schachtel Schrotflinten Splitterpatronen. 54. Wir nennen Standard Gewehrmunition. Gut, dann brauchen wir auch nicht neu reinladen, weil so haben wir immerhin 28 Schuss übrig. Wir haben ja den einen Sim-Computer auf jeden Fall sabotiert. Jetzt sind wir wieder hier in dem Hauptraum. Wo ist denn der Weg, wo wir eben gerade waren? Dahin. Ja. So, und ist es diesmal wieder leer. So, dieser Raum hier wurde zu unserem Verhängnis eben gerade. Ja, da ist er. Wir folgen. Oh, oh, das gefällt mir nicht. So. Du. Kleiner, mieser Hund, du. Ach, nee, 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 nee. Ich hab da keinen Bock auf euch. Warum fliegt der natürlich von Schrot? Fliegt doch alle kaputt. Alle mit einem Schuss. So. Das heißt auf jeden Fall, hier waren wir noch nicht und war das. Das ist ein Systemadministrationsbereich. Das heißt, da gibt es mit Sicherheit auch einen weiteren Computer. Und vielleicht auch eine Chipkarte. Und das werden wir uns in der nächsten Folge betrachten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.